face. GamePiece und GameCards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Cioxygen187. So, ich habe für euch ein neues Video. In diesem Video geht es darum, ich zeige euch eine Möglichkeit, wie ihr für den aktuellen Patch 1.36 die Duffelback-Tasche wieder erglitschen könnt. Und warum, wieso, deshalb ich im Moment so inaktiv war, das kommt am Ende des Videos. Jetzt kommen wir zum Glitch. Als allererstes braucht ihr ein halbvolles oder ein volles Meth-Lager bzw. halbvoll oder halbvolles Kokainlager. Mit den zwei funktioniert das sicher. Danach müsst ihr zu eurem Laptop gehen in eurem Unternehmen. Danach gibt es zwei Optionen, wie ihr die Ware verkaufen sollt. Ich werde euch natürlich empfehlen, das zweite. Das müsste eigentlich funktionieren. Jetzt hat es gerade geleckt, aber okay. Ihr drückt einfach auf Ware verkaufen. Jetzt gibt es zwei Optionen. Ich werde euch die zweite empfehlen, auch weil es mehr Geld gibt und ich mir ziemlich sicher bin, dass es auch mit dieser Option funktioniert. Wenn ihr dann die Duffelback-Tasche am Rücken habt. So, es ladet gerade. So, jetzt seht ihr, dass ich die Duffelback-Tasche am Rücken habe. Jetzt war es eigentlich schon mit dem Glitch. Ihr müsst jetzt nur noch zu einem beliebigen Ammunition fahren und das Outfit abspeichern. So, was ich jetzt noch dazu sagen möchte, wenn ihr die Drogen abgeliefert habt am Übergabeort, danach verschwindet die Duffelback-Tasche. Aber es macht nichts, wenn ihr das Outfit davor im Ammunition abgespeichert habt. Da ist mein Kollege ein bisschen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gewesen. Wie gesagt, Leute, ihr müsst die Drogen abliefern und nicht selbst einnehmen. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, wenn ihr die Tasche abgespeichert habt, dann müsst ihr einfach nur 5 bis 10 Sekunden warten. Ihr drückt dann einfach das Interaktionsmenü, geht's unter Stil und wählt euer Outfit aus, mit dem ihr die Duffelback-Tasche gerade eben abgespeichert habt. Danach seht ihr selber, ihr habt die Duffelback-Tasche trotzdem, obwohl ihr die Drogen schon lang abgeliefert habt. So, das war's jetzt mit dem Glitch. Der war übertrieben easy, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme ihn für euch auf, wieder mal. Ich weiß, ich war die letzten 2 Monate so krass inaktiv, das war einfach nur der Grund. Ich war halt nicht so motiviert, irgendwelche Videos zu machen auf Deutsch, hatte keinen Bock, irgendwelche Videos zu machen. Es hat nicht an euch gelegen. Ich bin wirklich dankbar, dass die treuen Abonnenten, es sind viele gekommen, viele gegangen, die trotzdem mich nicht deabonniert haben, weil ich die letzten 2 Monate keine Videos produziert habe und bei mir hochgeladen habe. Vielen Dank an euch treuen Abonnenten. Ich weiß, es sind trotzdem ein paar gegangen, aber auch wieder dazugekommen. Die meisten sind natürlich von Orani gekommen. Er hat von sich aus, also ich habe ihn nicht gebittet, hey, bitte, bitte push mich. Er hat selbst gesagt in jedem Video, hey, schaut mal bei meinen YouTube-Kollegen vorbei. Das persönlich finde ich richtig nett von Oranik. Sein Link ist unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, es hat nicht an euch gelegen. Es hat einfach nur schließlich an die random YouTuber, sage ich jetzt mal, die jetzt ihren Account ein Jahr haben, aber durch die YouTuber ab 40k halt übelst gepusht haben und es hat mich halt übelst demotiviert, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort ist, mir aber auch persönlich scheißegal. Ich hatte einfach keine Lust drauf, weil ich habe wirklich viel, viel, viel Arbeit in die 2 oder 3 Jahren in meinen Kanal reingesteckt und es hat halt sich von den Zahlen her nicht ausgezahlt. Trotzdem vielen Dank an meinen treuen Abonnenten. Das war einfach der Grund, warum, wieso, deshalb ich keine Lust hatte, irgendwelche Videos hochzuladen. Ich versuche jetzt, wenn es geht, jeden zweiten, jeden dritten oder vierten oder fünften Tag ein Video für euch produzieren und hochzuladen. So, jetzt nochmal zum Glitch kurz. Ich bin jetzt gerade mit meinem Kollegen am Übergabeort, sorry,
Deutsche Sprache, schwere Sprache, weißt du? Nein, Spaß beiseite. So, bin angekommen, wollte aussteigen, aber es hat ein bisschen geleckt. Ich weiß es nicht, ob es normal ist, ob es bei euch auch passiert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich denke, es hat an meinem Internet gelegen. Jetzt seht ihr, dass ich die Duffelbag-Tasche nicht habe. Jetzt wartet ihr 5 bis 10 Sekunden. Ich habe natürlich nicht gewartet, ich war ungeduldig, habe es gleich ausprobiert, aber es hat nichts angezeigt. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur 5 bis 10 Sekunden warten. Danach müsst ihr einfach wieder euer gespeichertes Outfit auswählen im Interaktionsmenü und das Stil. Und dann habt ihr die Duffelbag-Tasche. So, das war's jetzt erstmal vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wie gesagt, jeder Like, jeder Abonnent motiviert mich, mehr Videos hochzuladen. Peace out rein, mein Name ist Oxygen. Ciao, bis zum nächsten Mal.